Was kann ich als Einzelne Ihrer Meinung nach tun, um Positives in der Entwicklungszusammenarbeit beizutragen? Können wir das jetzt auf Kroatisch auch noch hören? Weil das war ja Deutsch. Ah ja, das machen wir so, okay. Šta ja kao normalna osoba mogu pozitivno za razvoj saradnje da uradim? Was it correct? Yeah, it was. Okay. Awesome, sve razumio. I have understood all what you asked right now in Croatian, but also a bit in German. The engagement of the young people actually started somewhere here, like within this gathering. There are so many civil society organizations, there are so many NGOs, non-governmental organizations that actually bring young people together who are ready to be it volunteer or just speak and debate of the international cooperation or how to help, how to assist poor people in the world, poor children in the world. So it's sometimes even not about money, about the financing of the programs. It's really about your own personal engagement, your personal determination to understand and to recognize that it's not only some institutions, some ministries, some politicians who could help in financing programs in the developing countries. It's about you, your personal engagement, be it in implementing these programs or just raising the overall public awareness that we do not live in a equally wealthy societies. Therefore, development cooperation is a common task, is a common challenge, and I appreciate very much exactly what you started to do to engage from the early years into this, as I already said, fascinating world of development. Der Herr Minister und ich haben jetzt gerade darüber gesprochen, die Bildungsstandards in Österreich sind so hoch, wir gehen davon aus, dass jeder Englisch versteht und darum werden wir das jetzt nicht extra übersetzen. Ich glaube, das ist euch auch gelungen, oder? Super. Darf ich jetzt vielleicht um eine Frage für den Herrn Außenminister bitten? Wer hat denn eine Frage für den Herrn Außenminister vorbereitet? Da ist ein junger Herr. Bitte sehr. Thank you so much. So, also ich wollte fragen, warum Österreich bisher in der Entwicklungshilfe mit dem Geld hinten nach ist und ob das so bleibt oder ob Sie vorhaben, den Beitrag zu erhöhen. Mehr Mittel, also zunächst sagt der Applaus schon viel aus über die Frage. Also mehr Mittel sind in jedem Bereich der Politik schön, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit meiner Meinung nach besonders zielführend, weil es ein sehr nachhaltiges Investment ist. Wir sind in Österreich, der Kommissar weiß das, weit weg von dem 0,7%-Ziel. Wir sind in fast allen europäischen Ländern weit weg von dem 0,7%-Ziel. Also wenn du mich fragst, gibt es die Notwendigkeit für mehr? Definitiv. Und das ist auch die klare Zielsetzung unserer Bundesregierung. In den letzten Jahren ist leider Gottes ein ständiger Sparkurs betrieben worden in der Entwicklungszusammenarbeit. Und es war für mich schön, dass es uns gelungen ist, dass im Jahr 2014 und 2015 die Mittel nicht gekürzt worden sind, obwohl das in den Budgets vorgesehen war. Also wir haben, so wie der Kommissar zuvor auch gesagt hat, es einmal geschafft, dass dieser Negativtrend aufgehalten wurde. Das heißt, ja, wir hoffen, dass die budgetäre Situation es zulässt und auch der Wille in der gesamten Bundesregierung da ist, dass wir uns stufenweise diesem Ziel nähern. Die Realität ist leider, dass wir noch weit davon entfernt sind und drum noch ein langer Weg vor uns liegt. Gut investiert ist das Geld in diesem Bereich, aber definitiv. Dankeschön. Dankeschön, auch für die Frage. Danke. Bitte sehr, die nächste Frage für den Herrn Minister oder den Herrn EU-Kommissar. Da ist noch ein junger Herr, bitte. Ja, also ich möchte jetzt die Frage an die Allgemeinheit richten, und zwar, welche österreichischen bzw. europäischen Initiativen gibt es, um Landgrabbing, also das Auskaufen und Ausbeuten von Grundstücken in Entwicklungsländern, durch Großkonzerne zu reduzieren bzw. zu verhindern?
Und welchen Anteil haben die EU und Österreich an dieser für die Entwicklungsländer so nachteiligen Entwicklung? Vielleicht können wir das aufteilen. Zuerst, genau. Wollen Sie dazu auch was sagen? Okay, bitte. Herr Kommissar. Okay, I would try to start the explanation of the European development policies. We work together with our partner countries in the developing world. We expect them to identify the priority sectors where they would like to have our development contribution in. And the many countries, 60 of them, have indicated that agriculture is the most important development sector for them. And then we come with our programs, with our projects. Very important part of these agriculture projects is related to land tenure, to land land ownership rights, to land grabbing processes. We have concrete projects in many, especially African countries, where we try to prevent the land grabbing by organizing and supporting the organization of a land tenure schemes in order to give the land to those small farmers that actually have only land to earn some to make some food and to earn some money, some income. So therefore our approach is that the land must not be taken by a big corporations and in just in order to make profit out of the resources, natural resources in the developing countries, but to make people there to make the best possible use of agricultural land and their agricultural production. We have a very good support in these projects by member states, Austria included. We do a so-called joint programming where we plan not to duplicate or not to avoid or miss some countries in our program. So we coordinate what the member states will do in this program, what the European Union or the European Commission will do in their program. So I'm really satisfied with the level of this kind of joint programming and of the level and the attention that Austrian Development Agency and Development Program puts on a land grabbing issue and the programs that actually would are aimed at removing, at mitigating this problem. Thank you so much. Bitte noch eine kurze Frage für den Herrn Minister aus Zeitgründen. Vielleicht noch eine kurze Frage, die junge Dame, bitte. Ich hätte eine kurze Frage zu einer Sache, die Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, dass die Entwicklungszusammenarbeit hilft, den Hunger in der Welt zu stoppen und den Menschen zu helfen. Und Sie haben dann noch angefügt, um das Ansehen von Österreich zu steigern. Hat das nicht eigentlich eher damit zu tun, den Leuten zu helfen, weil das Ansehen, wenn ich jemandem helfe, dann verlange ich doch nichts zurück dafür, oder? Nein, ich glaube, es geht nicht um etwas verlangen oder etwas erwarten, sondern Entwicklungszusammenarbeit hat einfach in vielen Bereichen Wirkung und es gibt auch viele Gründe, warum man Entwicklungszusammenarbeit leistet. Wir leisten Entwicklungszusammenarbeit, weil wir solidarisch sein wollen und weil wir Verantwortung übernehmen wollen. Aber wenn wir vom Steuerzahler wollen, dass er Geld für etwas investiert, von dem viele überzeugt sind, viele aber auch nicht, und wo es genug in Österreich gibt, die sagen, naja, haben wir nicht selber genug Probleme und gibt es nicht genug in Österreich zu tun? Ich merke das jedes Mal auf meiner Facebook-Seite, wenn ich was zur Entwicklungszusammenarbeit poste, dass die Mehrzahl der Kommentare sagt, haben wir nicht genug in Österreich zu tun. Zuletzt zum Beispiel haben wir Heizkanonen für Zelte in der Ukraine bereitgestellt, damit den Kriegsflüchtlingen in den Zelten ermöglicht wird, dass den Winter halbwegs überstehen können. Und die meisten Reaktionen bei mir waren, naja, haben wir nicht in Österreich auch Leute, die frieren, denen wir zuerst helfen sollten. Und insofern ist es meiner Meinung nach absolut notwendig, zu kommunizieren, dass es da nicht nur um Nächstenliebe und Solidarität geht. Das ist das Zentrum und das ist die Basis für jede gelungene Entwicklungszusammenarbeit, sondern dass es auch ganz
eigennützige Vorteile für uns gibt. Und ich glaube, das ist durchaus legitim, das auch politisch am Tisch zu legen und die Wahrheit auszusprechen. Und ja, Entwicklungszusammenarbeit hat viele Vorteile. Sie hat Vorteile für die Menschen vor Ort. Wir kommen unserer solidarischen Verantwortung nach. Aber ja, natürlich, es steigert das Ansehen unseres Landes. Ja, natürlich, es gibt unseren Unternehmen bei den Wirtschaftspartnerschaften auch die Möglichkeit, neue Märkte zu erreichen. Und ja, natürlich, es dämmt auch Flüchtlingsströme ein, die nach Europa weiterziehen. Ich glaube, dass es nur offen und ehrlich ist, diese Dinge auch auszusprechen, wie sie sind. Und jetzt bin ich zwar noch nicht lang in der Politik, aber doch ein paar Jahre in der Politik und glaube mir, bei jeder Budgetverhandlung ist es durchaus von Vorteil, nicht nur zu erwähnen, dass das einen Nutzen für arme Menschen in Afrika hat, sondern durchaus auch zu erwähnen, was das für Vorteile für uns bringt, neben der Solidarität, und welche Kosten wir uns in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Asylwesen oder in anderen Bereichen, dadurch auch ersparen. Also insofern, meiner Meinung nach, ist es durchaus legitim, neben der Verantwortung und der Solidarität auch zu erwähnen, welchen Mehrwert es unmittelbar in Österreich für uns direkt bringt. Dankeschön. Danke vielmals, Herr Minister.